ein herzliches Grüß Gott von mir auch. Also es geht darum, dass ich was zum Thema Nachhaltigkeit in der Kommunikation sagen darf oder will. Und das machen wir jetzt gleich einmal vorneweg experimentell. Sie kennen das normalerweise, wenn es so Vorträge sind oder so, dann sagt man so, jetzt nehmen Sie das Handy und machen Sie es aus. Und obwohl ich ein analoger Mensch bin, sage ich, es, holen Sie es her und machen Sie es an. So, bitte tun. Das ist keine Show, das ist so. So, jetzt machen Sie mit mir das Telefon an. Jetzt gehen Sie in Ihre Mails oder WhatsApp, das ist mir wurscht. Sie gehen dann auf irgendeins, was sagen, das brauche ich nicht mehr. Und dann kommt der kollektive Versuch. Wenn ich sage, jetzt, dann löschen Sie simultan mit mir jetzt diese Nachricht. Ich hoffe, Sie sind alle bereit. Jetzt! Haben Sie es gemerkt? Einer hat es gemerkt. Einer hat es gemerkt. Okay, ist wurscht. Machen wir anders weiter. Sie haben unter Ihrem Tisch, unter Ihrem Stuhl, diesen kleinen Beutel mit Papieren. Da nehmen Sie jetzt dieses weiße, dünne Papier raus. Das nehmen Sie raus. Und es ist wieder so, wenn ich jetzt sage, zerknüllen Sie es und schmeißen es in die Runde. Jetzt! So. Okay. Jetzt nehmen Sie hier das da raus. Das war übrigens das Papier, das Brad Pitt nervös gemacht hat beim Oscar, weil das war tatsächlich in the envelope goes to, that's the envelope. Und wenn ich jetzt sage, zerknüllen Sie es und werfen Sie es in die Mitte. Jetzt! Also, das war mit der IHK nicht so vereinbart, das ist kollektiver Ungehorsam. Es ist jetzt blöd. Aber es geht ja mir um nachhaltige Kommunikation und ich bin am Ende meines Vortrags. Jetzt ist nur das Problem, die IHK, die spart ja Geld und ich habe für diese 20 Minuten 20.000 Euro Budget bekommen, also habe ich als Gehalt bekommen und dann ziehe ich jetzt die anderen 17 Minuten auch noch durch. Also Ihr Kollege muss so nachverhandeln, da geht was, ich möchte es euch nur sagen. Und möchte jetzt, dann drin ist dieser Prompter, möchte jetzt vielleicht doch noch ein paar Sachen sagen. Das ist hier dieses Gerät, was sagt, weiter geht's. Das haben wir da irgendwo. Genau, das ist hier. Ja. Was wollen wir eigentlich im Leben? Wir wollen im Leben, und zwar wir alle wollen im Leben Produkte verkaufen. Jeder von uns will ein Produkt verkaufen. Wer es nicht tut, lügt. Der Pfarrer will ein Produkt verkaufen. Der eine will dieses Produkt verkaufen, der andere will eben auf seinem Blog was verkaufen, der eine will eine Idee verkaufen. Das Interessante ist, wir wollen verkaufen. Ein Mensch ist nur erfolgreich, wenn er verkauft. Das ist einmal die Grundsache. Und wie verkaufe ich ein Produkt? Eben durch Kommunikation. Es geht also um die Kommunikation. Und wie kommuniziere ich? Eben, ich kann entweder kommunizieren durch ein E-Mail oder irgendwas, aber wir haben es gerade gesehen, die Nachhaltigkeit eines E-Mails oder eines elektronischen Mediums, die ist nicht wahnsinnig groß. Und es geht uns eben auch um Präsentation. Wie präsentiere ich ein Produkt? Und darüber machen wir uns im Mund eben schon seit sehr langer Zeit Gedanken, nachhaltig kommunizieren, präsentieren, weil wir verkaufen wollen. Verkaufen ist das Wichtigste im Leben, nach der Liebe. Jetzt kommt ein Cut. Ich mag immer gern so kleine Cuts, wenn ich was sage. Ein wunderschöner Baum. Warum zeige ich den Baum? Und die Vorreden, finde ich, haben es ja auch schon ein bisschen gebracht, weil ich glaube, wir sind jetzt wirklich die Generation, die es versteht,
endlich die Umwelt zu verbessern. Wir kümmern uns drum. Und man merkt auch dieses Gefühl, es ist schlüssig, wir treiben es Gott sei Dank voran. Gott sei Dank sind wir die, die das machen. Eine Dallmayr Kaffeedose aus den 60er, 70er Jahren, der ein oder andere kann sich das vielleicht noch erinnern. Meine Mutter ist Anfang des Jahres gestorben. Und wir haben jetzt vor 4, 5 Wochen Auseinandersetzung gehabt mit meinen Brüdern und haben tolle Bilder gehabt. Die Dose wollte jeder haben. Das war so eine große Dose, da war früher ursprünglich Dallmayr Kaffee drin. Wir hatten tatsächlich immer Mehl drin. Und das Mehl wurde dann rausgenommen zum Backen und so weiter und so fort. Das war die Verpackung der letzten Generation. Heute kaufen wir als wirklich super tolle Öko-Generation, wir kaufen Fairtrade-Tee. Wir kaufen Fairtrade-Tee. Das ist jetzt ein Bio-Tee, der ist Fairtrade, der ist AB-certified. Hinten sieht man noch, er hat noch 3, 4 Certifies. Das ist wirklich was Tolles für die Umwelt. Gut, der ist jetzt in einem Plastiktütchen verpackt. Und der Teebeutel ist jetzt auch aus so einem coolen Plastiknetz. Gut, das ist jetzt eine Nebensächlichkeit, aber so ist es. Für die von uns, die oft mit der Lufthansa fliegen, dann kriegt man ganz Stress zur Sandwich. Wie das schmeckt, darüber lasse ich mich nicht aus. Das Sandwich ist nachhaltig, weil es einem so im Bauch liegt. Aber das ist ja nicht mein Punkt. Mein Punkt ist ein anderer. Da sieht man hier ganz schön, da ist also hier so ein braunes, nach Öko gefühltes Papier mit dieser Plastikfolie, das da drin das Sandwich ist, und das ist halt eine komplette Konsumentenverarschung, und wir finden das aber auch noch gut. Warum? Weil das, obwohl da ein Papier dabei ist, sage ich als Papiermacher, schlechter recycelbar ist, wie wenn es nur Plastik wäre oder wie wenn es nur Papier ist. Aber der Markenhersteller, in dem Fall Lufthansa, und wir als Konsumenten, wir wollen gefühlt umweltfreundlich sein und wollen was sehen. Wir wollen es convenient und gefühlt umweltfreundlich. Und es ist uns egal, was wir mit der Umwelt machen. Es ist uns scheißegal. Die langweiligen Fakten, die aber einfach die Welt sind. Anfang der 60er Jahre war die Jahreswelt Kunststoffproduktion ungefähr 15 Millionen Tonnen. Die Jahreswelt, also das ist aus der Süddeutschen Zeitung ungefähr 2, 3 Monate alt, das ist also nichts Spookiges, sondern ist ganz was Offizielles. Die Jahresweltproduktion von Kunststoff momentan ist um die 350 Millionen Tonnen. Wir sind ja die gute Generation, da sind wir uns ja, glaube ich, jetzt doch schon einig. Wir sind die gute Generation. Ob es jetzt genauso wird, weiß ich nicht. Aber was ich schon weiß, in etwa wird es stimmen. 2050 wird die Jahresweltproduktion von Kunststoff über 1000 Millionen Tonnen sein. Es ist so. Und wir verbieten mit gutem Gewissen die Plastiktüte aus dem Supermarkt und sprechen darüber in einem Lounge-Stuhl, in einem Club. Und der Lounge-Stuhl ist sehr schwer und ist aus geflochtenem Kunststoff gemacht. Ungefähr 10 Millionen, das ist 3 Wochen alt, die Statistik, ungefähr 10 Millionen Tonnen Kunststoff schütten wir in die Meere, wie auch immer. Wir kennen mittlerweile die Bilder. Und dann, das sind lauter unangenehme Sachen, die ich sage, das weiß ich schon. Und dann gibt es aber Firmen, die machen dann aus alten Netzen, aus dem Meer, coole Taschen, und wir kaufen die und wir meinen, wir haben die Welt gerettet. Gar nichts. Es ist alles nur Augenwischerei. Es darf nichts reinkommen. Dass wir da was rausholen, ist wurscht. Es darf einfach nichts reinkommen. Jetzt soll es wieder ein bisschen netter werden. Irgendwie, weil es ist schon harte Kost, das gebe ich zu, aber so ist halt leider wirklich die Welt. Das ist jetzt ein Foto, das habe ich gemacht in Sizilien dieses Jahr, Meer. Wir sehen also tolles Wasser, gibt es ja auch noch. Und kein Plastik, nichts, wunderbar. Und man entdeckt es halt am meisten, wenn man in der Welt umeinander ist. Heute war jetzt schon vorhin der Vergleich mit dem Gletscher, wobei mit der Gletscher wieder besprochen, wie wenn es ein Tier wäre, als wenn dem schon was wehtut. Also,
Aber ich glaube, wenn man in der Welt draußen ist, in der Natur, dann merkt man schon einige Sachen. Und ein kleiner Vergleich zu heute, heute Zugspitze, das ist der Mount Everest. Dazu muss ich sagen, ich habe ein, so ungewöhnlich ist es nicht, aber ich habe ein Hobby. Ich bereise die Welt mit dem Fahrrad und fahre immer wieder durch ein komisches Land. Und vor 3 Jahren habe ich eben eine Himalaya-Überquerung gemacht und dann war ich da bei Mount Everest. Und wahrscheinlich alle, also so viele sind zwar nicht da mit dem Radl, aber alle machen dann ungefähr dieses Foto. Das Foto hat keiner gemacht, aber das ist direkt vor Mount Everest, eine schöne, kreislige, wilde Müllhalde und die ist jetzt da und die ist in 100 Jahren da und die ist auch in 500 Jahren da. Diese Fotos werden natürlich nicht publiziert, weil das nicht attraktiv ist. Aber so ist es da draußen. Letztes Jahr bin ich durch dieses wunderschöne kommunistische Traumland Kuba geradelt. Da, wo dieser ganz liebe Che Guevara war und dieser ganz liebe Fidel Castro und so. Und das sind ja eigentlich doch gute Menschen gewesen und so. Dann waren wir da im Südosten unten in Huigin und dann sind wir durch so ein Industriemoloch durchgeradelt und da bist du gewesen und hast dir gedacht, jetzt springt gleich Arnold Schwarzenegger um die Ecke und sagt, die Welt ist zu Ende. Also das ganze State ist schon da, aber es ist eben nicht gemacht für einen Film, das ist real. Aber da ist kein Tourist, da war überhaupt kein Tourist mehr. Da ist nichts und so ist die Welt. 15 Kilometer weiter ist es der Strand in der Nähe von der Humboldt-Bucht. Da gibt es eine Humboldt-Bucht, der berühmte deutsche, tolle Weltreisende. Und direkt da daneben ist eben auch der ganze Müll da am Strand. Das, halt, das Gute ist, da sind keine Touristen, da gibt es keine Fotos. Ich habe mich dadurch inspirieren lassen, weil irgendwann muss ja das Ganze auch mein kommerzielles Ding haben. Ich habe mich inspirieren lassen, ich schreibe sehr viel auf. Sie kennen vielleicht diese Moleskine-Bücher, die man so cool hat, wo ja auch behauptet wird, dass der Hemingway die gehabt hätte, was nicht stimmt. Diese Moleskine-Bücher, das ist eine Konkurrenz von mir, ich gehe auch sehr gern auf Konkurrenz los, die sind alle aus Plastik. Die sind alle aus Plastik. Und daraufhin haben wir jetzt ein Originalbuch für Notizen entwickelt mit 100% Baumwollleinenumschlag. Aber jetzt müssen wir einfach, und die Tomate, Sie haben es vorhin gesagt, ich habe jetzt in letzter Sekunde noch diesen Slide wegen der Tomate, was hier rein, aber wir können trotzdem irgendwo zufrieden sein, was Gutes tun. Weil wir gehen in den Supermarkt und wir kaufen unsere Biotomate. Und die kaufen wir und die kaufen wir in den Händen, wir nehmen keine Plastiktüte, also irgendwie ist es doch gut. Und ja, die wird bio gemacht. Jetzt ist das Blöde, jetzt fährt dieser Cola wieder mit dem Radl durch Sizilien. Jetzt war ich dieses Jahr in Sizilien. Und in Sizilien werden da diese Biotomaten gemacht. Und zwar unter diesen frischen Plastikzelten. Ja, gut, könnte man sagen, ja, ist jetzt schlimm, also ob Plastikzelte oder nicht, das werden halt biomäßig gemacht. Ja. Dann radelt man halt ein paar Kilometer weiter und so schaut es halt nach 7 Jahren aus. Dieses Plastik diffundiert, zerkleinert sich in allen möglichen Größen. Und wir retten die Welt, weil es keine Plastiktüten mehr im Supermarkt gibt. Ich sage das alles, weil ich einfach nur wachrütteln möchte. Mehr möchte ich gar nicht machen. Ich möchte einfach wachrütteln. Jetzt wieder was Schönes. Endlich gibt es E-Bikes. Es ist so schön, da kannst du rausfahren in die Natur. Jeder kann es wieder machen, ist toll. Irgendwo tun wir der Natur doch dadurch was Gutes. Weil die Bösen sind doch die einfachen Arbeiter aus Bottrop, die mit diesem Rosinenbomber nach Mallorca fahren. Das sind doch eigentlich die Bösen. Wenn wir ein bisschen nachdenken, haben die einen viel geringeren CO2-Ausstoß wie eben der da. Der hat einen viel höheren. Ich will damit nur eines, ich will nicht sagen, dass wir nicht mit dem E-Bike fahren sollen. Ich finde nur, das Wichtige ist, wenn man die Umwelt schädigt oder ich sage es anders, über Gebühr benutzt, dann sollte man wenigstens ehrlich sein zu uns selber und sagen, ja, das stimmt, das machen wir. Dafür versuche ich etwas zu werben und versuche natürlich auch Produkte zu entwerfen und zu entwickeln, die es vielleicht ein bisschen besser machen. Flugzeuge können wir nicht. Und wieder so ein Zwischenfoto, dass es wieder ein bisschen leichter wird.
Es ist nicht der Amazonas, sondern das ist die Mangfall hinter unserer Papierfabrik. Hinter unserer Papierfabrik. Sehr sauber, weil wir werfen keine Abwässer ab in den Fluss, schon seit 1963, das hat mein Vater schon veranlasst. Und wir arbeiten nach einer eigenen Umweltcharta. Ich habe mir gedacht, das zeige ich einfach mal, weil tue Gutes und spreche darüber. Unsere Umweltcharta funktioniert wie folgt. Wir haben 4 Aspekte, die wir betrachten und intern zertifizieren. Das erste ist Wasser. Wie viel Wasser brauchen wir? Zum Papier machen brauchst du viel Wasser. Und das haben wir, den Wasser-Geh- und Verbrauch, haben wir über die letzten Jahre um 70% senken können. Den spezifischen Wasserverbrauch. Wir verwenden zu 100% nur nachhaltige Faserstoffe. Und das ist jetzt das Tolle am Papier, jetzt nicht nur am Munterpapier, aber grundsätzlich, Papier ist eines der ganz wenigen Produkte, wo der Rohstoff unendlich nachwächst. Wächst unendlich nach. Und das sind auch alles Plantagen, das sind keine, weil wir es im Zug vorhin hatten, das sind keine großen Bäume, aus denen kann man gar kein Papier machen. Das ist alles wirklich sehr, sehr nachhaltig und bei uns zu 100% zertifiziert. Wir machen unseren eigenen Strom zu 75% ohne Emission. Wasser, Wärmekopplung und Solar. Und ich sage extra CO2-frei, weil dann gibt es auch dieses mit diesem CO2-neutral, was auch eine Augenwischerei ist, aber auf das gehe ich jetzt nicht weiter, ist ja wurscht. Und wir haben unseren Abfall um 82% die letzten Jahre gesenkt. Und das, weil wir einfach wirklich versuchen, es besser zu machen. Und aber was kommt dann raus am Schluss? Wir produzieren ja das produzieren halt das Produkt, das haben wir. Und wir haben jetzt ein ganz neues Produkt entworfen und entwickelt und das heißt Gmund Biocycle. Was wir jetzt machen, ist, dass wir Papiere haben, die werden zur Hälfte aus Baumfasern und zur Hälfte aus Einjahrespflanzen gemacht. Und das ist dann eben Stroh, Baumwolle, Hanf, Cannabis. Wir sind der einzige deutsche Cannabishersteller. Und ich hoffe, dass das ein großer Durchbruch wird. Wir haben da ein ganz gutes Gefühl. Das heißt eben Gmund Biocycle. Und das gelingt aber auch nur, wenn wir Marken überzeugen. Ich habe jetzt hier 2 Beispiele. Vielleicht kennst du ein oder andere. Bre ist eine ganz nachhaltige deutsche Ledermarke. Ich prophezeie auch, dass die in Kürze ganz coole Produkte rausbringt, weil die bringen echte Revivals aus den 70er Jahren im Originaldesign mit richtig nachhaltigen, tollen Farben. Wird ganz toll. Und wir haben mit ihnen jetzt auch eine Partnerschaft gemacht, auch vielleicht ist als modernes Marketing, ein Co-Branding gemeinsam, wo wir zeigen, dass man über verschiedene Stoffe hinweg was bewegen kann. Vorhin schon kurz erwähnt, wir arbeiten sehr viel, eben auch zum Beispiel für BMW. Nur wenn die Großen was machen, wird man wahrscheinlich auch was bewegen. Die BMW-E-Automobile werden zum Großteil, nicht überhaupt, aber zum Großteil von uns begleitet für die Kataloge. Und das Tolle ist, dass es uns gelingt, mit unserem Design das so herausragend zu machen, dass der BMW auch bereit ist, das zu zahlen. Weil gern zahlen tut das der Kunde nicht. Also rot oder grün, das erleben wir immer wieder. Wir sagen, unser Papier ist nachhaltiger. Dann sagen die alle, ja, super. Und wenn es dann zum Schwur kommt, dann sagen viele, gerade B2B-Kunden, ja, super, dass sie das machen und dass der das macht. Das Budget haben wir jetzt nicht, aber kommen es nächstes Mal wieder. Aber wir geben nicht auf. Wir kommen auch dann wieder. So, und jetzt habe ich also unsere Firma so toll gelobt und deshalb unsere Firma ist irgendwo, Mundpapier ist irgendwo 1 mit Stern. Ich glaube, das kann man sagen und das werden Sie jetzt sicher auch einsehen. Und dann ist ja auch mit, dann haben sich die 17 Minuten auch rentiert. Aber wenn man so ganz ehrlich ist, also in der Selbstbeurteilung, wir sagen, wir sind nicht 1 mit Stern, sondern wir sind 2 bis 3. Und mit 2 bis 3 wollen wir sagen, ja, wir greifen das an, aber es gibt noch so viel zu tun. Und es geht mir halt auch um die Wahrheit nach innen und nach außen in der Kommunikation. Und wie verkauft man jetzt eben ein ökologisches Produkt? Wie verkauft man überhaupt ein Produkt? Und ich sage immer, es gibt 2
Methoden, ein Produkt zu verkaufen oder zwei Charakteristiken. Entweder das Produkt ist sexy oder es ist billig. Jetzt können wir nicht billig und Umwelt geht sowieso nicht billig, also versuchen wir es mit sexy. Und sexy soll nichts anderes heißen wie eben Begierde schaffen. Wir haben vor kurzem was Neues rausgebracht in China und die Leute sind total scharf drauf. Und dann beginnt das Ganze Spaß zu machen und wir gewinnen eben Leute dafür. So blöd klingt, so wie ich jetzt hier diesen Vortrag halte, halten wir in der ganzen Welt ununterbrochen Vorträge als kleiner Papierhersteller gegen die Großen und es gibt immer mehr Leute, die das einsehen. Weil wir dann eben nachhaltige Produkte haben, so wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses sehr nachhaltige Notizbuch oder so wie hier eben Verpackungen für sehr nachhaltige Kosmetikas. Es ist uns zum Beispiel gelungen, und das vielleicht so zum Schluss als Beispiel, das erfolgreichste Parfum-Kosmetiker Frankreichs ist von der Firma Hermès, ist Terre d'Hermès, und die haben gesucht eine Verpackung, wo es so einen Soft-Touch hat. Und für alle, die es nicht wissen, Soft-Touch wird ja immer mehr in verschiedensten Materialien hergenommen. Soft-Touch ist meistens Nanopartikelsynthetik, Gift für die Umwelt. Also es ist wirklich das Schlimmste, was es gibt. Und uns ist gelungen, ein Papier zu machen, das mechanisch so bearbeitet ist, weil es keine Oberfläche hat, wo man dieses softe Gefühl hat, aber es ist gar nichts drauf auf dem Papier. Und darüber wollen wir uns einfach zusammen mit Kunden und Designern Gedanken machen. Und dazu haben wir jetzt auch ein Magazin aufgelegt. Das ist dieses Magazin, wo wir ähnlich zu den Themen, was ich gerade gesagt habe, das alles ein bisschen anreißen. Und das erste Magazin heißt Why Water Matters. Und wir wollen Leute einfach kratzen und auch inspirieren, darüber nachzudenken, wie man schlicht und ergreifend die Umwelt verbessert und trotzdem mehr verkauft. Ich liebe Verkaufen und ich danke für die Aufmerksamkeit.